So, hier werden wir wieder. Ich spiele diesmal mit dem Priester. Ja. Habe ich noch nie gemacht, aber werden wir dann sehen. Ich mache die, glaube ich, einfach nacheinander jetzt. Obwohl, nee, Moment. Wen will ich denn danach spielen? Den Krieger. Je nachdem, wen man besiegt, den Helden schaltet man ja dann auch frei. Deswegen. Anduin gegen Garrosh. Sieg oder Tod. Das Licht wird den Sieg bringen. Jo. Das kann erstmal weg. Ja, sehr gut. Sehr gut. So. So, machen wir das jetzt erstmal. Was geht denn hier ab? Okay. Ich habe schon mal drei Murlocs auf dem Feld. Ein Murloc kann ich blocken. Will ich aber eigentlich auch gar nicht. Muss ich aber wohl. Ja. Obwohl, nein, so. So geht das ja auch. Bereit zum Ausritt. So. Was haben wir denn? Vielleicht ein Diener, zwei Leben, ziehe eine Karte. Hört sich gut an. Was ihr wolle. So. Nur ich und Herr Beißerchen. Dann schauen wir uns das mal an. Okay, ich krieg ziemlich hart auf die Schnauze. Das Dingo! Ja, so. Das war's dann erstmal für diese Runde. Bin ziemlich angeschlagen. Ja, richtig auf die Schnauze. Eins, vier Sporteinheit. Ist, glaube ich, auch im Moment das Beste, was ich machen kann. Die Tore sind geöffnet. Oha, ey. Das ist echt mies, was hier gerade passiert. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern.
Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ach, ich muss den ja angreifen. Fuck. Na gut. Dann lassen wir es so. In der nächsten Runde kann ich diesen Kehrenhund spielen, aber die halten ja auch nicht so lange. Ich könnte mit beiden jetzt vorwärts. Machen wir das mal so. Vorwärts! 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 Das läuft nicht so optimal. Oh Gott. Ich glaube, ich verliere es. Ja, ich hab's verloren. Wenn er mich jetzt nicht direkt angreift, dann ist es vorbei. Ja, er greift mich direkt an und ich hab verloren. Ja, scheiße. Trotzdem Level up. Trotzdem Karten bekommen. Ja, geil. Na gut, machen wir das gleiche nochmal. Bis ich schaffe. War vielleicht nur eine schlechte Runde. Sieg oder Tod. Das Licht wird den Sieg bringen. Bisschen Übung und dann geht das schon. Das behalten wir mal so. Und lassen ihn einfach mal ziehen. Was ihr wolle. Okay, das kann ich auch. Oder vernichte ich ihn? Ich zerstöre ihn, glaube ich, lieber. Ja, das macht das, verursacht 2 Schaden. Das ist sogar besser. Okay, 2 Rüstung. Aber das war's auch schon, das ist cool. Verursacht 1 Schaden. Oder ich spiele. Eigentlich sieht es ja diesmal sogar ganz gut aus für mich. Ein Schuss, ein Treffer. Eine Rüstung geht runter und dann kann ich noch die Sporteinheit einsetzen. Diese Runde sieht schon besser aus, wenn er nicht irgendwas total krasses rausholt. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Oh.
So. Damit kann ich dann indirekt angreifen. Ein Fünfer-Spot. Fünf Leben. Da muss ich erstmal dran vorbei. Das heißt... Was mache ich denn jetzt? Ich werd's versuchen. Oh Gott, ich hätte... Ja, egal. Dann halt nicht. Ah, okay. Machen wir es erstmal so. Habe ich noch 6. Hier nachher habe ich noch 4. Ja, ich kann alles spielen, cool. Damit zerstöre ich den hier. Den Spott, den lasse ich einfach erstmal da, um den hier aufzupumpen. Hat jemand den Arzt gerufen? Oh Gott, nein. Damit. Ja, okay. Auch nicht schlimm. Oder so. Das ist. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich kenne die Karten ja auch noch nicht. Ja, die Spotteinheit hat sich gelohnt. So, ich habe 7. Okay, dann kann ich ja den hier ausspielen. Mit den beiden indirekt angreifen. Was ist das? Oh Gott. Okay, hat er irgendeine Fähigkeit? Boah, der ist krass. Ist jemand verletzt? Vorwärts! Hat jemand den Arzt gerufen? Jetzt kann ich eine Karte ziehen. Sehr nice. Kann mich sogar noch heilen. Geöffnet. Oh. Eine große Taunteinheit. Okay. Da muss ich schon 2 Einheiten von mir opfern. Jemand verletzt? Vorwärts! Da will ich aber auch dran vorbei. Sofort! Nur ich und Herr Beißerchen! Greift an! Das ist nice. Krieger sind schon irgendwie nice vom Gameplay. Finde ich cool. Wir
müssen den Sonnenbrunnen läutern. Sofort. So komme ich schnell an neue Karten. Ja, so. Ach, die kann man stacken, die Rüstung. Oh, krass. Das ist übel. Dann muss ich da erstmal dran vorbei. Okay, ich kann eigentlich alles spielen, was ich möchte. Sofort. Vorwärts. So. Die Tore sind geöffnet. Sieht sehr gut aus für mich. Selbst mit der Taunt-Einheit gegen die. Ich kann sogar überleben, wenn ich das einsetze. Erstmal heile ich mich. Dann ziehe ich noch eine Karte. Obwohl, nein. Doch, ich kann eigentlich beides machen. Ach nee, Moment. Wie viel hat der? 15? Ja, reicht nicht ganz. Ach, ich muss ja eh an dem Turm vorbei. Dann, never mind. Fertig. Okay. Jetzt müsste er aber eigentlich erledigt sein. Aber ich möchte noch hier Karten ziehen. So, machen wir es einfach kurz und schmerzlos. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe gerade ja verloren und ist vielleicht nicht so gut. Level 3. Ja, nice. Und ich habe den Krieger freigeschaltet. Und was? Ach, ich habe eine neue Quest. Ich soll im normalen Modus spielen. Passt das noch in diesem Part? Sollte ich die vielleicht... Ja, wegen der Niederlage. Wen spiele ich denn danach? Den Jäger. Ja. Dann hauen wir dieses Match halt noch eben hinterher. Dann wird der Part halt etwas länger. Lass die Jagd beginnen. Sieg oder Tod. So, behalte ich irgendwas? Behalt alles. So, ich kann nichts spielen. Er ist dran. Okay. Also. Das, den Krieger finde ich ganz geil eigentlich. Das ist cool, ey.
Jetzt kann ich schon haufenweise Viecher aufs Feld holen. Und er macht nichts. Sollte ich mein Feld echt so voll spammen? Ja, mache ich einfach mal. Ich hau mein Feld eigentlich einfach voll. Hau hier jetzt. Okay, auf meinen stärkeren Moloch. Das ist ja heftig. Sollte ich eine Taunt-Einheit raushauen oder... Ja. Oder ein kleiner, ja, einen kleineren. Was ihr wolle. So. Dann greife ich halt direkt an. Pam. So. 2-7. Aber das ist ja auch egal. Machen wir das so. Wie kommen wir an dem vorbei? Müssen wir das überhaupt? Nö. Das machen wir einfach kurz und schmerzlos. Was soll er denn schon großartig machen? Oh. Okay. Das ist interessant. Und der hat Taunt. Das ist übel. Das ist übel. Ich will da gar nicht erstmal dran vorbei. Nö. Das ist krass. Aber jetzt kann ich die mit meinen kleinen Einheiten alle zerstören. Das ist cool. So, den mit Spott angreifen. Ach so. Ja, dann tun wir das halt. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Sehr gut. Sehr gut. Geht hier alles ziemlich zügig mit dem Krieger. Schaut euch die drei obersten Karten an und zieht eine davon, okay? Legt euch nicht mit Zahner an. Okay. Die Zahner. Machen wir das so. Dann, kann ich den schon erledigen? 6, 8, ja. Cool.
meinen Stahlschwein. Zack. Spüre meinen Stahlschwein. Zack. Das war's. So, hiermit haben wir dann auch den Jäger freigeschaltet. Yep, 4 von 9 Helden freigeschaltet. Haben wir jetzt 2 Karten freigeschaltet und dann war's das für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder und dort schalte ich dann wahrscheinlich wieder 2 Helden frei. Bis zum nächsten Mal.